Okay. Haben wir noch sonst noch irgendwas? Markierung, Postfahrrad, Schnee. Unbeflutetes Gebiet, Radioantenne. Nö, scheint nicht besonders zu sein. Okay, nochmal nach hier. Haben wir irgendwas? Schild. Tor. Poster. Ich frage mich ja, was wir mit den Postern machen sollen. Oder mit den ganzen hier. Wir haben ja hier den Werbezettel, wir haben das Poster. Und hier sind so Einladungen. Da brauchen wir auch immer noch ein oh, da geht's auch noch weiter. Ein Briefumschlag. Warum nicht? Genau. Achso, jetzt sind wir hier oben. Wunderbar. Unförmiger Stein mit Muster. Was ist das denn für ein Stein? Sitzt ganz fest. Keine Ahnung, was das ist. Okay. Da kommen wir ja nicht, dass man ein Loch hat. Nur ein hohler Baumstumpf. Nichts drin. Aber ich höre ein Pfeifen. Der Wind weht durch den hohlen Stamm und seufzt und pfeift. Das klingt fast wie eine Melodie. Das Orgelspiel des Windes. Der Atem des Waldes. Wie bin ich denn jetzt darauf gekommen? Bin ich etwa auch ein Dichter? Dichtermagier Jerry Haselnuss. Okay. Geht's jetzt hier? Ist das jetzt gleich der gleiche Weg oder nicht? Nee, anderer Weg. Ui, okay. Wer bist du denn? Wir sind angekommen. Wir werden die Lösung sein. Okay. Verdächtiger Typ. Oh. Kann es gar nicht. Okay, was haben wir noch? Hier sind ja die ganzen Statuen. Noch eine Statue. Haben wir auch noch eine Fischstatue. Sieht aus, als ob diese Steinäuglein schon viel gesehen haben. Und sonst gibt es aber auch nichts. Lächelnde Statue. Niedlich. Gibt's ja aber nichts. Huch. Fischschuppen? Eine Fischschuppe. Sie ist ganz trocken und schillert bunt. Oh, die ist ganz leicht. Ich sollte mal öfters die Leertasten benutzen. Aber sonst gibt's ja nichts. Komm ich wieder zurück? Wanderweg Richtung Mauswald. Ah, jetzt bin ich hier. Sieh mal an. Das war der große Wels. Da tümpelt und dümpelt ein dicker Fisch am Grund des Baches vor sich hin. Ich glaube, der wartet, dass ihm jemand die Schleuse aufmacht. Mann, die Schleuse kriegen wir ja nicht so einfach auf. Boah. Aber wir haben immer noch keinen Briefumschlag. Blattboot? Das ist Spitzwegs traditionelles Mauswalder Blattfloß. Er hat gesagt, dass ich mit ihm fahren darf. Aber noch können wir wohl nicht ablegen. Ja, das wäre klar. Okay, ist auch nichts mehr. Da haben wir auch alles. Hier noch, das ist der Wanderweg. Vorderseite des Zwergenhauses. Nehmen wir hier. Aber auch nichts mehr. Okay. Ich frage mich immer noch, wo wir den Briefumschlag herkriegen. Hier ist ein Postbote. Da habe ich vielleicht gedacht, hier, aber scheint ja nichts zu sein. Steinmarkierung, Postfahrrad, Bach, Auslaufautomat. Ist hier noch was? Nö. Das ist doch die Notiz. Haben wir die schon gehabt?
Hier hängt ein handgeschriebener Zettel. Vorsicht, dies ist Krähengebiet. Solange die Gegend am Fluss unsicher ist, werde ich vom Sumpf aus auf Sendung gehen. Mauswald Radio, die Stimme von Mauswald, gibt nicht auf. Gezeichnet Ludwig Gräber. PS. Okay, jetzt ist auch noch der Sumpfweg überflutet. Ich mach Sendepause, bis der Weg wieder frei ist. Das Gebäude liegt in Trümmern. Ich kann das dumpfe Gefühl nicht abschütteln, dass die Kräne hier unangenehme Zeitgenossen sind. Ja, das sieht ganz so aus. Jetzt habe ich echt erwartet, dass wir gehofft, dass wir jetzt einen Briefumschlag von ihm bekommen. Aber sonst, was sollten wir sonst einen Briefumschlag herkriegen? Höchstens da drin vielleicht, aber... Oh, okay, ich leg mir den einfach mal ab. Okay, können wir jetzt das mit Vertrauen benutzen? Jetzt steckt die Einladung im Umschlag. Okay, und jetzt die Briefmarke drauf. Der Marquis sagt, ich darf sie nur auf einen verschlossenen Umschlag... Der Umschlag klebt nicht mehr. Ich kriege ihn nicht zu. Klasse. Wie kriegen wir den jetzt zu? Am Nagel. Nein, ich bin besser vorsichtig. Okay. Blausaftaufkleber. Nein, den behalte ich. Warum? Das ist so ein Aufkleber. Kannst du da drauf tun? Nein. Honig vielleicht? Und zwar auch nicht, aber kann ja sein. Das muss nicht mit Honig versüßt werden. Na, wo Honig klebt. Was klebt denn noch? Es klebt doch nichts mehr. Mein Becher ist... Okay. Nein, die... Autal auch nicht, die Krähenfeder auch nicht, Ursula. Ich glaube, sie fühlt sich beim... Auch nicht. Werbezettel. Ein Zettel. Wir haben einen Aufkleber. Nein, die... Mit der Nachricht... Okay. Dem Marquis hat auch nichts Neues zu sagen, denke ich mal. Jerry, laut Tradition muss der Schüler... Ja. Deine magische Ausbildung beginnt nach so viel... Ich beneide, doch es ist nicht... Also, ganze Welt, so viele... Ich warte im... Ich weiß. Darum brauchen wir jetzt irgendwas, was klebt. Los war's. Umschlag nicht mehr klebt, dann bringt es ja auch nichts. Dann brauchen wir halt einen neuen Umschlag. Soll irgendwo ein Postbote was von Umschlag müssen haben. Der immer noch so traurig. Vielleicht hätte ich mit meinem Cousin Ed, wenn ich hier stehe und daran denke, dass da wird ein... Okay. Kann die Ursula doch jetzt nicht ganz damit rumschleppen. Hallo, das ist die Nichte. Hier, nimm sie wieder. Du eigentlich... Ich habe ihre Nichte gefunden. Die kleine Ursula? Uhu. Eine Krähe hat sie angegriffen. Uhu. Wie geht es ihr? Sag schon. Uhu. Sie ist wohl auf. Ich habe die Krähe vertrieben. Die Feder zeigt mir, dass du die Wahrheit sagst. Ich danke dir, Jerry. Du bist ein wahrer Baumläufer. So nennen wir Tiere, die anderen in Not beistehen. Uhu. Gute Arbeit, Jerry. Ich bin stolz auf dich. Ach, das war doch nichts Besonderes. Stimmt, macht ja Sinn. Das ist ja dem sei nicht der, das ist eine Eule. Ja.
Erfolge. Familientreffen und folgeweisen Kaninchen. Alice im Wunderland. Alice. Kunde den Nachthimmel. So viel Tau überall. Waldschatten. Okay. Quartett. Bereite alles für das große Fest vor. Lerne alle Zauber, lass den Kobold nicht aus der Ruhe bringen. Habe ich ja. Ich bringe einen Monat in Mauswald. Und mit einem vollständigen Kartenspiel kann man auch gewinnen. Finde sie alle. Was Sticker-Sammler. Breche den Bann des Zars. Seit dem Bonus nochmal schon wiedersehen. Die Kreaturen haben im Mauswald nichts verloren. Alles klar. Bloß, wie kriegen wir den Kackumschlag zu? Den kann man nichts kombinieren, das finde ich schade. Oh. Mit Dampf geht es doch, oder nicht? Und da kommt doch immer Dampf raus. Zum Probieren. Und hier auch. Nein, den behalte ich. Nein, den. Du sollst ihn ja nicht hier wegwerfen, du sollst ihn einfach nur. Ding. Extravagant. Willkommen. Dachchen. Nein, ich muss Anja reden. Was diesen, unterforderten Humbert angeht, hast du ein interessantes Hobby für Humbert gefunden? Noch nicht. Leider. Oh, schade. Okay. Wegen des Blausafts. Tut mir leid, Zuckerpflaume. Aber da musst du die Zwerge fragen gehen. Die haben seit Tagen schon keinen Blausaft mehr geliefert. Sie wohnen am anderen. Ja, das wissen wir. Die finden, haben wir schon gefunden. Bis spät. Pass auf. Aber mit Dampf oder so, habe ich gedacht, vielleicht. Naja, okay. Was können wir kleben? Was haben wir denn? Kommen wir auch nicht weiter. Also nochmal, wir haben ein Holz. Wir haben Hagebutten, den Brief, das Poster, das geheimnisvolle Buch. Da steht nicht zufällig noch hier. Weil von dem komischen, weiß nicht mehr, was das ist. Die magische Briefmarke, ein Zapfhahn, ein scharfer Wurf, Anker. Lauchtaler. Damit können wir jetzt was selber kaufen. Können wir vielleicht was kaufen gehen? Da. Eins. Ulrichs Schlummertrunk. Baldriantropfen. Da steht, ein Fläschchen kostet einen Lauchtaler. Aber ich habe nur einen. Einen einzigen Lauchtaler. Naja. Okay, jetzt haben wir bald hier einen Tropfen, einen Schlummertrunk. Kann man denn schlafen? Wer will denn jetzt schlafen? Wer will denn jetzt schlafen? Gute Frage. Der hier vielleicht, wenn er so hippelig wieder ist. Baldriantropfen helfen mir hier, glaube ich, nicht weiter. Warum denn nicht? Ulrichs Schlummertrunk. Baldriant. Baldriantropfen. Den Wels müssen wir ja auch noch wegkriegen irgendwie. Aber ich wahrscheinlich, der geht vielleicht irgendwie wahrscheinlich weg, wenn wir weg müssen. Da tümpelt und dümpelt. Ja. Ich glaube, der wartet. Wie kriegen wir auch die Schleuse auf? Ist auch die Frage. Komm, wir holen jetzt einfach einen Nagel hier rein. Nein, ich